Und herzlich willkommen zurück zu The Adventure of John. Wir sind hier mit Arty und Spyro. Ich könnte mir eine gemütlichere Gruppe vorstellen. Sind wir hier immer noch unterwegs, raus aus dem Irrgarten, den wir das letzte Mal irgendwie doch noch bewältigt haben. Und da ist wieder der gute Ravenite. Ups, und ich plappel ihn mit dem Menü an. Toll. Hallo, Ravenite. Hilf. Hallo, ich habe neue Waren für euch. Okay. Das, oh ja, er hat wirklich neue Sachen. Zum Beispiel Chips, das ist ja schon mal gut. Füllt 100 HP der Party auf. Das ist eigentlich geil. Da würde ich mir gerne mal Chips nehmen. Heißt das, ich muss die Chips dann mit den anderen beiden teilen? Das ist ja fies, aber egal. So, gekauft. Dann haben wir hier, füllt 70 HP auf. Okay, ja, ich lasse es erstmal. Hier haben wir, das kennen wir schon. MP, zum ersten Mal, dass wir MP mit gebrannten Mandeln auffrischen können. Kann ja nur der gute Arty die MP. Ich werde es mal, ich kaufe mal zwei Stück. Damit wir uns da überhaupt nicht einschränken lassen müssen. Seid ihr schon auf dem Weg ins Schloss? Ja, da sind wir. Dann ruht euch doch einen Moment bei mir aus. Sehr gut, jetzt werden wir aufgefrischt. Ich habe mir nämlich schon überlegt, ob ich mich voll heilen soll. Somit hat sich das erübrigt. Passt gut auf euch auf. Wunderbar. Ja, dann kann ja nichts mehr uns im Wege stehen. Jetzt geht's ab ins Schloss, um die Prinzessin und die Schokobohne zu retten. So, oh, hier scheint es ein bisschen demoliertes Haus, aber ich sehe schon die Burgmauern. Das sieht ja sehr stimmungsvoll aus. Ich guck mich erst noch ein bisschen um. Kennt das ja. Aber hier scheint es uns nichts zu sein. Ja, gut, ne? Dann oder kann ich mit dem Baum reden? Ja, immer mal testen. Okay, gut, geh mal rein. Blauen Blumen kann ich drüber. Okay, dann sind die auch nix. Einfach nur Zierde. Wow, ich hätte es nicht, hätte nicht gedacht, dass es so riesig ist. Und das nennt sich allwissend. Allwissend? Dass ich nicht lache! Psst, Mensch, Spyro, sei doch leise. Oder willst du, dass sie uns gleich entdecken? Sollen wir die Kostüme wieder anziehen? Vergiss es! Ich zieh dich so ein stinkendes Etwas nicht an! Mensch, seid doch etwas leiser! Das mit den Kostümen müssen wir lassen. Wir haben ohnehin nicht genug für uns alle drei. Wir müssen uns wirklich leise hineinschleichen und versuchen erstmal nicht entdeckt zu werden. Oh yeah, Sneaking Mission hier. Okay, bisher ist ja niemand zu sehen. Müssen wir das denn alles durchwühlen? Ja. Ja. Ja, okay, ich höre schon auf. Obwohl, wer weiß. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. So, okay, ja. Nein, erwarte nicht, dass ich mich in dieses stinkende Bett lege. Sieht aber ganz sauber aus, so finde ich nicht. Okay, ich werde es schon wissen. Es ist keine so gute Idee, einfach so in den Zimmern herumzuspazieren. Okay, also da soll ich nicht hin. Was ist hier? Der Seitengang, das ist eine gute Idee. Diese Wände sind sehr hellhörig. Vielleicht können wir so etwas rausbekommen, ohne gleich entdeckt zu werden. Okay, da muss ich wohl hin. Jetzt möchte ich aber trotzdem erstmal nach links schauen. Wahrscheinlich könnte ich hier auch rein. Oh, hier geht's runter. Da könnte ich auch hin. Ah, ist jetzt die Frage, aber erstmal was rausfinden, oder? Nichts. Okay. Leer. Es ist keine so gute Idee, einfach so in den Zimmern herumzuspielen. Ja, ja, okay, okay. Gut, dann gehen wir erstmal da rein. Vielleicht können wir echt was rausfinden und dann müssen wir erst da unten rein. So, aber... Aha, da ist der erste Zombie. Ich höre Zombie-Stimmen. Diese Ritter, dieser König sind so ungemein, Dudes. Ja, sie sind echt so unausstehlich. Und sie halten sich für was Besseres. Nichts Wichtiges. Okay. Gehen wir weiter lauschen. Skelette unter sich. Gut, ich habe alle wichtigen Türen abgeschlossen. So kommt keiner in den ersten Stock. Gut, so. So ist unser König vor Eindringlingen sicher. Aha. Er hat also einen Schlüssel. Na los, den holen wir uns! Wir gehen aber erst noch auf die andere Seite lauschen.
Vollständigkeit halber, vielleicht steht da ja auch noch jemand rum. Und dann können wir durch die Mitte uns den Schlüssel schnappen. Ja. Das hast du schon mal gesagt, Adi. Da ist tatsächlich noch jemand. Hörst du etwas? Da brubbelt bloß ein Zombie vor sich hin. Auf dieser Seite ist es ruhig. Zu ruhig für meinen Geschmack. Ja. Hallo, Zombie. Mir gefällt es hier nicht. Oh, hoffentlich findet mich ja keiner. So langsam bekomme ich Mitleid mit Zombies. Was redest du denn da für ein Müll? Lang lebe der König, der Zombie-König. Ah, hier. Ich habe im Keller eingeschlossen. Gut gemacht, dann sollte jetzt nichts mehr schief gehen. Ah, ich verstehe, und wir brauchen den Schlüssel wahrscheinlich, um ihn im Keller dann, um es im Keller rauszuholen. Jemand ist im Keller eingeschlossen. Okay, dann haben wir jetzt einen Plan. Schlüssel holen und dann ab in den Keller. Wie ich vermutete. Ja, gut, dann ab durch die Mitte, ne? So, da oben, da rechts ist ja der Zombie, den können wir ja ruhig töten, oder? Der ist ja eh so Depri drauf. Bitte lasst mich in Frieden. Na gut. Dann halt nicht. Aber das Skelett muss dran glauben. Was wollt ihr, den Schlüssel? Den bekommt ihr nicht so einfach. Yo. Okay, Skelette. Mal gucken, ob die was können. Oh, was haben die? Oh, die können zaubern. Jetzt schlafen schon zwei. Das könnte gefährlich werden, wenn ich auch noch einschlafe. War ja klar hier, ich muss die Sache alleine regeln, während Arti und Spyro rumschlummern. Das sind mir ein paar Helden. Aber Arti ist schon wieder fit. Sehr gut. Und Spyro auch. Zum Glück hält der Status nicht lang. Da muss man sich ja keine Sorgen machen. Okay, Skelett. Ihr habt nichts drauf, wie ich merke. Na komm. Lasst mich, ATB-Balken, schneller! Kinderlied. Naja, gut, ich bin immun gegen Kinderlieder. Ich sing die manchmal selbst noch für die Kleine und so. Aber für die anderen ist es halt ein bisschen langweiliger, ich verstehe schon. Sehr gut, Schlossschlüssel erhalten. Das war ja einfach. Darf ich hier noch rein? Vielleicht finde ich hier noch was. Was ist das? Ah, komm ich... Oh. Oh, ich höre Stimmen. Ob der Zombie-König auch dabei ist? Dieses Menschenmädchen ist im Keller. Hat sie inzwischen verraten, wo sie die Schokobohne versteckt hält? Noch nicht, aber ich werde sie schon noch dazu bringen. Ich habe da eine Vermutung und eine Idee. Psst, wir müssen schnell die Prinzessin befreien, bevor wir ihr noch etwas antun. Bevor die ihr noch etwas antun. Ja, aber da ist eine Kiste, kann ich die töten? Ich hätte gern die Kiste. Och, Menno, ich will noch nicht zur Prinzessin. Ich will die Kiste haben. Ach... Na gut, holen wir halt erst die Prinzessin. Dann ist eventuell auch die Gruppe komplett, weil es ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass da noch ein vierter Slot frei ist. Okay. Denk, da hinten. So, schauen wir uns um. Bin ich froh, dass ich kein Zombie bin. Ja, da kann es ja echt groß sein. So, da steht, glaube ich, ein Wachmann, oder? Ah, ne, das sind nur so Ritterrüstungen. Was ist denn das? Kann man nichts dran machen, okay. Puh, gut, dann gucken wir uns noch die Ritterrüstung an. Diese Rüstung, die stinkt! Okay. Ja, wenn sie von Zombies getragen wurden, kein Wunder. Da hängt bestimmt noch so ein paar Hautfetzen drum. Vielleicht noch so ein paar Eingeweide so in den Rillen. Wer weiß. Hey, was kriegen wir denn da? Geld, okay. Nichts Besonderes, was? Nichts Brauchbares, okay. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Naja, immerhin ein bisschen Geld. Bin ich froh, dass ich kein Zombie bin, okay. Au, da sehe ich aber was Feines. Ist das wieder so ein Rüstungsset auf einmal? Nanu, der Schlüssel, den ich habe, passt nicht. Schade. Da passt er auch nicht. Da auch nicht, na sowas, okay. Aber da rechts sehe ich ja noch Räume. Vielleicht komme ich da irgendwie hin. Mal gucken. Vielleicht irgendwas ver... Ist da vielleicht ein Geheimgang oder so? Nee.
Ne, hier ist nix. Gehen wir nochmal oben gucken. Komme ich denn da rechts rüber? Oder war links noch was? Ne, links ist auch nichts mehr. Oh je, ist ja schon wieder so ein kleines Rätsel. Okay, da mir nichts Besseres einfällt, suche ich nochmal die Wände ab. Ganz penibel. Vielleicht muss ich auch irgendwo einen Schalter oder so drücken, aber hat mir alles angeguckt, oder? Also hier ist mal nix. So, an den Tischen denke ich auch mal nix. Die Ritter habe ich mir angeguckt. Ich habe mir nicht hier jedes Protest angeguckt. Dann mache ich das lieber nochmal. Aber nee, da ist nix. Okay, die Ritter habe ich mir angelunzt. Dann gucken wir nochmal da rein. Die waren ja alles nichts Brauchbares. Die habe ich, glaube ich, auch gecheckt. Die Türen gehen nicht. Dann muss ich nochmal die Wände abklappern. Ansonsten bin ich hier vielleicht falsch sogar. Guck mal, da oben sind Zombies eingesperrt oder bewachen was auch immer. Aber hier geht gar nichts. Oh, jetzt habe ich wieder einen Hänger hier anscheinend. Oh, ich muss meinen Schlüssel nicht. Vielleicht muss ich den Schlüssel noch finden. Aber wo? Nochmal zurück. Vielleicht kann ich jetzt ja überall hin, nachdem ich an der Seite gelauscht habe. Ja, tatsächlich. Ach, dann werde ich den Schlüssel jetzt bestimmt finden. Okay, da ist nämlich eine Kiste. Hi. Menschen, bitte tut mir nichts. Was auch immer da drin ist, es stinkt. Okay, hier ist schon mal nix. Müssen wir denn alles durchwühlen? Ja, nein, will da nicht rein. Okay, finde ich cool, dass die Zombies hier nicht so angriffslustig sind. Also der Zombie-König, so wird er die Weltherrschaft niemals an sich reißen. So viel ist sicher. Was wollt ihr denn hier? Menschen haben hier nichts zu suchen. Ah, das ist ein gutes Zeichen, dass die angriffslustig sind. Dann haben die vielleicht mal einen Schlüssel, den ich weiter oben brauche. Okay, Zombies. Oh, die sind aber schick aus. Lila gefärbt. Schick, diese Zombies von heute. So. Oh, da wird vergiftet. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das Gift verschwindet. Naja, wir werden es gleich wissen. Ich glaube, ich war schon mal vergiftet, aber ich hab's schon wieder vergessen. Naja. Mal gucken. Wir geben auf. Jetzt hab ich's. Okay, dann gebt ihr auf. Wunderbar. Und ich guck mal, ob ich vergiftet bin. Ja. Aber wir haben ja Fähigkeiten. Gegengiftzauber. Yay. So. So. Wir ergeben uns. Bitte hört auf. Wieder so komische Klamotten. Okay, schade, hier ist doch kein Schlüssel. Dann gehen wir mal da rein. Spione, gemacht wir fertig! Ach ne, ich will nicht kämpfen. Du musst, ich befehle es dir. Was für ein demotivierter Zombie-Skeletthaufen aber auch. Nein, die Skelette scheinen ja engagiert zu sein, aber diese Zombies von heute, nee. So. Wer hat meinen Schlüssel für da unten? Ich hoffe doch mal, dass jemand den hat. Sonst habe ich keinen Schimmer. So. Hau mal weg den Mist. Jo. Schön Geld bekommen. Schöne Erfahrung. Tja, der bleibt tatsächlich stehen. Wow, ihr seid stark. Danke, dass ihr mich verschont habt. Habe ich eigentlich nicht, aber okay. Wieder komische Klamotten. Obwohl, guck mal, da hängen ja süße Klamotten. Das könnte auch der Zombie anziehen. Wird ihm bestimmt stehen. Naja. Ist ja auch zu warm, um noch extra was anzuziehen. Zombie müsste man sein. Die haben noch nicht mal Haut. Die schwitzen bestimmt nicht so. In dem Wetter. So, was mit dir? Ich bin ein friedlicher Zombie. So, ja, wir müssen alles durchwühlen, Arti. Wir suchen immer noch einen Schlüssel. Und das Skelett ist wieder ganz, ganz böse zu uns. Hat sogar den Weg versperrt. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wir werden sehen. So. Gratulation. So, was hast du da versteckt? Ah, wieder nur Betten und so. Mist. Nichts für uns. Okay, einen Raum haben wir noch. Glaube ich, ja. Ah, da geht's auch runter. Ah, dann hat sich ja alles geklärt. Dann brauche ich gar keinen zweiten Schlüssel. Beziehungsweise eventuell schon, falls es den überhaupt gibt. Aber da oben rechts, dann bin ich genau da, was ich da unten dann gesehen habe. Sehr gut.
Das erklärt natürlich alles. Gut, gut. Haben wir auch ein bisschen noch gelevelt dabei. Oh, da kriegt Arti wieder Gift. Aber es hat nicht getroffen. Oh, komm schon. Jetzt mach doch das Skelett kaputt. Was ist denn jetzt gerade mit meinem Schaden hier los? Oder hält das Vieh nur auf einmal so viel aus? Komm schon. Jawoll. Man müsste eigentlich probieren, auf diese Untoten einen Heilzauber zu sprechen, ob die dann Schaden bekommen. Das ist ja so der klassische Final Fantasy-Trick. Vor allem beim Zombie-König wäre das geil. So nach dem Motto, ein Heilzauber drauf und schon ist er tot, anstatt 30 mal drauf zu hämmern. Diese Skelette halten gar nichts aus. Ja, du hast gut reden. Oh, was ist los mit mir? Herumgehen geht ja mal gar nicht hier. So. Ja, hier sind wieder so komische Proteste, die ich gar nicht so wirklich definieren kann. Aber ich guck's mir trotzdem mal an. Nee, da ist nix. Ach, guck an. Eine Hexe. Vielleicht aber auch eine Prinzessin. Je nachdem. Diese Rüstung. Die stinkt ja. Die stinkt immer noch. So. Ja, ich vermute mal, dass es an dem Käfig weitergeht. Deswegen gucke ich mich erstmal beim Rest um. Ach, geht auch nicht auf. Fies. Ich habe langsam Zweifel, ob es überhaupt einen Schlüssel dafür gibt. Aber vielleicht hat den ja auch die Prinzessin. Wer weiß. Verschlossen. Ah, zum Glück, da will ich eh nicht rein. Das sind ja nur Monster. Was haben die denn angestellt? Wollten die auf die andere Seite wechseln? Sind das liebe Zombies? Naja, die meisten Zombies hier sind ja lieb. Prinzessin, gut, dass wir dich gefunden haben. Arti, Spyro, und wer ist das? Ich bin John. Welche Begeisterung. Ist das wirklich eure Prinzessin? Sieht eher aus wie eine Hexe. Ich sehe nicht nur aus, ich bin auch eine Hexe. Hexe hin, Hexe her, sie ist die Prinzessin der Schokobohne. Wer holt dich jetzt hier raus? Das haben wir gleich. Einen Moment. Ich breche die Tür mit meiner Eisenstange auf. Wirklich? Das ist doch im Zombie-Dorf schon... Das hat doch im Zombie-Dorf schon nicht geklappt. Schnauze, Arti! Wenn du eine Hexe bist, warum zauberst du die Tür dann nicht einfach auf? Kommt daher und redet schlau. Glaubst du echt, dass ich auf diese Idee nicht schon selbst gekommen bin? Du bist aber nett. Jetzt mal im Ernst. Ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Ihr braucht den Schlüssel für diese Zellen. Doch der ist beim Zombie-König. Los, Leute! Den holen wir uns! Meine Rede hätten wir schon längst machen können, Spyro. Aber ihr wolltet ja erst da unten die Prinzessin gutachten. Und ich musste mich euren Willen ja fügen. Also, jetzt wieder nach oben. Aber das macht ja nichts. Ne? Ach, du bist ja lieb. Ja, wir haben die ganzen böswilligen Kreaturen ja bereits ausgerottet. Ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal speichern, bevor es jetzt zum Kampf geht. Der Zombie-König hat bestimmt noch ein bisschen was mehr drauf, oder? Das vermute ich einfach mal. So, an dieser Stelle wird gespeichert. Soll ich nochmal... Nee, sieht alles gut aus. Nee, speichern. Okay, los geht's, Leute. Wir haben noch die Zeit für den Zombie-König. Ist er das? Sieht eher aus wie so ein Grim Reaper. Wieder so komische Klamotten. Vielleicht kann ich mir noch ein bisschen umgucken, bevor ich zum Zombie-König gehe. Diese Rüstung, die stinkt. Ja, okay, da stinkt wohl alles, oder? Ja, diese Kleidung, die stinkt. Das Bett! Nein! Okay, wir werden niemals in dieses Bettchen gehen dürfen und niemals so ein Kleidchen anziehen dürfen. Ich hab's ja kapiert. Was mit den Schuhen? Nichts, okay. Okay, okay. Es wird wohl auf einen Kampf hinauslaufen. Und in der Kiste ist bestimmt mein Schlüssel. Ich versuche einfach mal den abzucachen. Die Träne des Kindes gefunden. Was ist denn das? Tschüss. Ich guck mal, was es ist. Okay, dann hat wohl doch der Zombie-König den Schlüssel. Aber was ist die Träne des Kindes? Heiliger Gegenstand, belebt totes Mitglied, plus 150 HP. Cool. Aber so weit lassen wir es natürlich nicht kommen. Menschen, seid ihr etwa gekommen, um das Mädchen zu holen? Sie gehört jetzt mir. Von wegen. Schlüssel her, sonst knallt's! Von euch lasse ich mich nicht bedrohen. Ich bin stärker als ihr. Zombies, kommt, kämpfen!
Oh, er hat doch noch ein paar mutige Zombies gefunden. Ah, der sieht ja mal geil aus, der Zombie-König. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Der sieht hammergeil aus. Und John ist ruhig, okay. Den Zustand würde ich mir manchmal für Spyro wünschen, aber das ist natürlich nur Wunschdenken. Oh, Spyro ist ruhig. Geil. Okay, ruhig. Ich weiß jetzt nicht, was es genau bringt. Vielleicht können wir da nicht mehr zaubern, was ja nur bei Arty das Problem wäre. Der teilt ja ganz schön mit Statusveränderungen aus, merke ich gerade. Da werde ich auch zwischendurch mal heilen müssen, ist klar. Aber ich versuche auf jeden Fall erstmal Zombies loszuwerden. Ich bin einfach mal guter Dinge, dass er keine noch spawnen wird. Und dann läuft die Sache. So, jetzt sind wir alle ruhig. Wir sind alle ganz ruhig. Spyro muss geheilt werden. Hey, nicht auf den Zombie-König. Auf, oh oh, oh oh, warte mal. Arty. Ah, er ist ruhig, ja. Okay, hätte ich mir denken können. Wie, wenn ich, warte mal. Ah, ne, hier ist, ich hab schon gedacht, ich könnte auch keine Items schmeißen. Wir nehmen dann gleich mal die etwas besseren. Ich habe doch die Fest 70 auch gekauft. Heiliger Gegenstand? Nee. Warte mal, ich habe doch noch was mit 70 HP gehabt. Das weiß ich ganz genau, dass ich die mal gekauft habe. Hä? Oh, habe ich die benutzt aus Versehen, oder? Oh je. Oh je. Hätte ich doch mehr Items kaufen sollen. Ich habe mich eigentlich auf die Magie verlassen, aber da ich die jetzt alle so ruhig sind... Warte mal, aber schaut euch mal an, wie das aussieht. Wir könnten auch gleich... Ah, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt habe ich gar nichts gemacht? Hä? Wie haben wir das jetzt geschafft? Oh Mann, stirbt vielleicht mein nicht ganz so geliebter Spyro. Aber ich will nicht, dass er stirbt. Komm, das schaffen wir. Arty. Komm. Items. Und jetzt ganz schnell Chips. Ich hätte doch mehr Chips kaufen sollen, verdammt. Na egal. So, puh, das war Rettung in letzter Minute. Jetzt mach mal den blöden kleinen Zombie da noch weg, dann wird er... Oh, scheiße. Oh Mann, die müssten unbedingt aus diesen ruhigen Status kommen. Warte mal. Heilstatusveränderung. Rotwein für Arty. So. Oh Gott, ist dieses Gift, ey. Das macht uns alle fertig, aber es tötet uns zum Glück nicht. Magie. Heilen. Oh Gott, krüppel ich darum. So, wenn jetzt Arty das Ganze überlebt, sieht es ja wieder gut aus. Beziehungsweise, ich werde mal ganz schnell doch noch ein Heil-Item auf Arty. Ah, jetzt habe ich Scheiße. Das war ja gar nicht Arty, das war ich. Ups. Oh je. Das nimmt ja gar kein gutes Ende. Okay, aber wir haben ja zum Glück die Träne des... Nein! Ach komm, Leute! Warum geht das alles auf mich? Ich verlasse mich darauf, dass... Ah, das kann ich vergessen. Toll. Das hängt an mir. Komm, dann machen wir fertig. Ja, das war jetzt ein bisschen... Das war ein bisschen blöd, weil wenn ich... Ein Wiederbelebungs-Item, dann bin ich das halt gewohnt, dass das sofort auf den Totencharakter geht. Aber nee, das ist immer knallhart, immer erstmal auf mich drauf. Und ich habe gedacht, ja klar, man sieht's ja eigentlich, aber ich habe irgendwie gedacht, dass Arty in der Mitte ist, weil er auch da unten in der Mitte steht. Und ja, aber ich könnte mich eigentlich auch als Charakter verlassen, ne? Egal, mache ich den Zombie-König halt alleine platt. Komm, das schaffen wir. Ich brauche da meine Kumpane nicht. Wer braucht die schon? Oh Gott, wie fehlerhaft. Ob ich das schaffe? Er macht ja irgendwie keinen Schaden, ne? Er macht da die ganze Zeit seinen Ruhigzauber, was dem John ja eh egal ist. Zaubern kann er ja eh nicht. Mal gucken. Ja. Wer braucht schon solche sucking Freaks hier? Nee, Spaß. Ich hab's ja lieb, aber wenn ich Glück hab, stehen sie jetzt wieder auf. Wir haben den Zellenschlüssel erhalten. Nein! 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 Doch. Wow. Das war's schon? Das war schon alles? Der Zombie-König ist tot? Los, schnell zur Prinzessin! Wenn sie schon so sagen, ich weiß ja nicht, vielleicht... Hä? Sind wir voll geheilt? Okay. Cool. Das war immer ein cooler Kampf. Ja, gut. Das war... Mark? Wow, ihr habt den Zombie-Prinzen besiegt. Ja, das haben wir. Und es war auch überhaupt nicht schwer. Ich hätte es mir auch schwerer vorgestellt.
Leute, habt ihr Mark überhaupt zugehört? Es sagte der Zombie-Prinz. Genau, der Zombie-Prinz. Das war gar nicht. Ja, Freunde, und ich kann mir jetzt schon fast denken, wer der Zombie-König ist. Ihr bestimmt auch. Und ja, ich fürchte, der Final-Kampf, der kommt erst im nächsten und wahrscheinlich letzten Part, weil der wahrscheinlich eine kleine Überlänge haben wird. Freut euch schon mal drauf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Adventure of John.